Petra Deutsch-Heiler ist mit ihrem Mann gekommen, um Blut zu spenden. Leider ist sie damit während der Sommermonate eine Ausnahme. Die Blutspendestation des Blutspendedienstes in Frankfurt ist in dieser Zeit oft ziemlich leer. Viele gehen lieber ins Freibad oder grillen. Aktuell sind wir mit der Bereitschaft unserer Spender sehr zufrieden. Wir erreichen momentan das, was wir brauchen, was ungewöhnlich ist für einen Sommer. Weil normalerweise haben wir im Sommer bei hohen Temperaturen immer die Konkurrenz durch Schwimmbäder, Biergärten, Kleingärten, Freigärten. Es gibt ein tolles Programm, was man an den schönen sonnigen Tagen machen kann. Und da vergisst so mancher die Blutspende. Petra Deutsch-Heiler spendet heute sogar schon zum 97. Mal. Ihr ist bewusst, dass sie vielen Menschen helfen kann. Für mich ist es sehr wichtig, weil ich mir immer denke, wenn mir mal was passiert oder meiner Familie und es würde Blut benötigt, wäre ich dankbar, wenn jemand anders spenden würde. Und ich kann von anderen nicht erwarten, was ich nicht selber leisten würde. Auch Stefanie Manske ist seit ihrem 18. Lebensjahr überzeugte Blutspenderin. Diesmal hat sie sogar eine Urkunde und ein Abzeichen bekommen, weil sie zum 50. Mal spendet. Also mir ist das schon wichtig, weil das ist ja auch eine kleine... ein kleiner Pieks, um Menschen zu helfen. Das ist, stört nicht, also ist wunderbar, kein Problem. Viele haben bei dem Gedanken an eine Spende ein mulmiges Gefühl. Dabei ist es ganz einfach. Nach einer kurzen Anmeldung geht es direkt zur Untersuchung. Wenn alles in Ordnung ist, kann es sofort losgehen. Und 10 Minuten später ist alles auch schon wieder vorbei. Nach der Spende werden die Blutkonserven für den Notfall gelagert. Im Moment sind die Regale noch voll. Aber Eberhard Weck befürchtet, dass sich das bei den nächsten Sonnenstrahlen wieder ändert. Wir hoffen uns zwar, dass das Wetter besser wird, aber dass dann die Blutspendebereitschaft so anhält, weil wir brauchen auch in den nächsten Tagen und Wochen viel Blut zur Versorgung der Patienten in den Krankenhäusern. Zur Belohnung gibt es für Petra Deutsch-Heiler und ihren Mann am Ende eine kleine Stärkung. Na dann, bis zum nächsten Mal.